Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Coil Blog. Heute wieder die nächste interessante Zuschauerfrage. Nee, Valentina und Frank Frage. Auch wieder aus den Gesprächen hier während Ihres Besuchs entstandene interessante Fragen. Welche Wasserwerte wie Sauerstoff und pH in den Glashäusern werden hier regelmäßig gemessen? Ja, also ich kann Ihnen sagen, und das gilt nicht nur für die Konishi-Käufer, das gilt so ziemlich für alle Züchter, bei denen ich jemals war. Die Art der Koi-Haltung hier ist mehr oder weniger automatisiert. Automatisiert heißt jetzt aber nicht, wir haben hier elektronische Geräte mit irgendwelchen Messstrecken, wo wir online alle Wasserwerte erfassen, sondern die Jungs wissen, was funktioniert. Die Zentrale oder die Zentralen sind zum einen viel Wasserwechsel, 4-5% am Tag in allen Becken, dann eine starke Belüftung inklusive Rieselfilterentgasung, was dafür sorgt, dass in den dicht besetzten Becken zum einen viel Sauerstoff reinkommt und zum anderen aber auch das CO2, was den pH-Wert extrem senken könnte, dass das entfernt wird. Ja, dann arbeitet man entweder mit Austernschalen oder, ich habe es in einem vorangegangenen Blog schon mal gesagt, Makoto mittlerweile mit Calciumcarbonat. Und wenn Sie die Anlagen neu anfahren, dann fangen Sie tatsächlich ausmessen an, was Sie übrigens auch in Naturteilen immer mal wieder machen, dann wird es Nitrit kontrolliert. Also Nitrit ist wie bei uns auch, das ist der Feind. Ja? Und Salz wird natürlich gemessen, wenn man aufsalzt. Nitrit ist der Feind und die Nitrit-Messreagenzien, die findet man eigentlich immer in den Trucks irgendwo. Wenn ich mal wieder im Handschuhfach am Stöbern bin, was ich da alles finde, dann fallen mir die Dinger immer wieder mal auf die Füße. Und man muss sich das aber auch vorstellen, eine Anlage in der Größe, wie Konishi hat, ja, das muss irgendwie automatisiert ablaufen. Wenn Sie da anfangen zu messen und zu machen und zu tun, da werden Sie nicht mehr glücklich. Ja. Alle Messungenauigkeiten und Messfehler mit einbezogen. Also das ist wirklich was, das muss laufen. Japan, ein Vorteil haben die Jungs hier. Also ich habe noch nie von einem größeren Stromausfall, von einem längeren Stromausfall hier gehört. Die Stromversorgung ist stabil und ich glaube aber auch, was der Beckenbesatz angeht, ist es nicht so, dass die jetzt relativ schnell kollabieren würden, würde morgen der Sauerstoff ausfallen. Aber Notstromaggregat hat man hier keins, also man müsste es drauf ankommen lassen, so blöd, wie es sich anhört. Aber ich glaube nicht, dass es hier zu größeren Problemen führt. Was ich jetzt aber auf der Reise gemacht habe, ich habe jetzt mal wieder, aber das ist jetzt wieder mal Technik, ja, Technik vom aller Feinsten, und darum liebe ich diese elektronischen Dinger. Mal wieder der Klassiker. Ich habe Sascha gebeten, als er nach Japan kam, er soll bitte Sauerstoff, pH und Salzmessgerät mitbringen, also eins unserer Geräte, WTW, da kann WTW auch nichts dafür, das ist einfach Technik. Ich stehe auf die Geräte, die sind Weltklasse. Dann hat er daheim alles frisch kalibriert, gemacht, getan. Bringt das Gerät mit rüber. Glauben Sie es oder glauben Sie es nicht? Ich schalte das Gerät hier ein. Will gerade die Sonde ins Wasser halten. Sauerstoffsonde, Error. Ja, so, jetzt kommt zum Glück noch ein Kunde hier nach Japan. Der bringt dann eine neue Sauerstoffsonde mit. Weil ich es mit Makoto viel über Wasserwerte und so hatte und ihm so den einen oder anderen Tipp gegeben hat, wo ich vielleicht was anders machen würde. Und dann war er sehr interessiert. Und dann habe ich gesagt, pass auf, wenn Sascha kommt, bringt er das Messgerät mit. Und dann überprüfen wir einfach mal, und ich lasse ihm das Gerät auch da, dass er einfach die Möglichkeit hat, da im einen oder anderen Fall einfach mal Kontrollmessungen zu machen. Und was die Jungs ganz genau wissen, ist ihre Carbonathärte. Weil die ist eigentlich maßgeblich dafür, um vorherzusagen, einigermaßen vorhersagen zu können, wo sich in nächster Zeit der pH-Wert hin entwickeln wird. Valentina und Frank, vielen Dank für eure Frage. Machen Sie es gut. Wenn Sie was wissen wollen, einfach Bescheid geben. Ciao.